Für das, was heute Abend auf Sie zukommt. Sie haben eine der großartigsten Shows gebucht, die in dieser schönen, aber etwas kleinen Stadt jemals zu sehen sein werden. Heute Abend die CD-Release Party. Ich muss es klarstellen, es ist nicht mein Abend. Wir haben das Ganze um mein neues Album rumgeschrieben, so. Aber das war der Auslöser. Wir haben angefangen, Filme zu drehen für mein neues Album. Und dann fiel uns irgendwie ein und auf, wie viele Leute daran beteiligt sind, wer alles dabei ist. Und haben gedacht, das müssen wir irgendwie auf die Bühne bringen. Und deswegen, heute ist es nicht mein Abend. Ich stehe hier nur, weil ich am liebsten rede von allen. Und ansonsten ist es so, es sind auch im Publikum ganz, ganz viele Menschen dabei, die mitgewirkt haben. Und es ist der Abend von allen Künstlern, die heute beigetragen haben zu dem Ganzen. Lass uns ins Gala-Kino gehen. Warum? Das ist ein ganz einfacher Grund. Es wurde ja viel gesagt über das Gala und der Standort hier mitten in der Stadt. Und es ist einfach super wichtig, finde ich, dass wir die Kunst ins Herz holen, ins Herz der Stadt, weil auch die Kunst vom Herzen kommt. Und ich finde, es ist ganz wichtig, auch wenn das Gala leider zumachen wird, dass wir die Plätze, die wir noch haben, dass wir die schützen und dass wir uns zeigen. Also Leute, es ist ein Appell an euch, an alle Künstler, geht raus, zeigt euch mit eurer Kunst und kommt zu als Zuschauer zu uns und gebt uns Applaus. Die Wild zur Ortserfahrt, die Formation, mit der wir hier oft und oft am See unterwegs sind. Wir haben Peter Evers, Gabi Wunderlich und Klaus Wilsrecht-Zahn. Ich habe auch schon andere Musiker entdeckt. Der Andi ist da, der Notka ist da, Norbert ist da, bestimmt noch einige mehr. Wir möchten euch einen Song spielen, den wir auch mit der Band spielen. Das Stück heißt Himmel voller Geigen. Das ist auch auf der Platte drauf natürlich, ist logisch. Das Stück geht so. Blau. Es ist ein Himmel voller Geigen, an dem See.
Die Wildsortefahrt, Peter, Wild und Gabi. Geil. Das ist echt. Das kommt richtig geil. Na, das ist doch schön und dunkel genug, ist es auch. Und wenn man sich anschaut, dann macht man Licht an.